So, liebe Zuschauer, kurzes Update. In-Flight-System, zumindest hier in diesem Flugzeug, A350, hat ein Update bekommen, so wie es aussieht, bei Thai Airways. Ich jetzt mal gleich auf die Kamera. Letztes Mal bin ich geflogen mit Thai Airways, September 2023, da war es noch anders. Mehrere Kameras, die man auch ändern kann. Ein, zwei Impressionen vom Start werde ich euch schon auch einblenden dann. Aber aktuell steht der Flieger noch. Oh, die muss nicht abgeschlossen sein. Ich bin Reihe 35. Hier die Triebwerke. So. Your life vest is located under your seat, under the armrest, or where indicated otherwise. Put the life vest on over your head. Der Service gewesen, Essen, und zwar es gibt Kai Kapau Bambu, also Bambus, Chicken, also Hähnchen, Kapau, hier ein bisschen Süßspeise, Salat und ein Semmel noch dazu, Laugensemmel, Butter und eine kleine Flasche Wasser. Als Alternative hätte es gegeben Rindergulasch mit Kartoffelbrei, aber ich habe mich dafür entschieden. So, ein Ei, hier drunter das Hähnchen, Reis. Circa 2 Stunden vor der Landung wurde das Frühstück serviert. Joghurt, Obst, Croissant. Marmelade. Und hier etwas Ei. So, etwas Ei mit Spinat. Auf jeden Fall.
sich, der Flug war an sich okay. Was ich schade fand, dass die Flugkarten nicht funktioniert haben. Die nutze ich ansonsten immer, um zu gucken, wo man sich gerade befindet. Das hat nicht funktioniert. Aber ansonsten, Service war soweit okay. Bisschen auf dem Ohr habe ich es immer. Also Ohrausgleich. Ich hoffe, das legt sich im Laufe des Tages. Dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich auf die Gepäckbank bin. So, Zoll war stressfrei. Große Masse durchgegangen, haben keinen rausgezogen. Jetzt warte ich hier, bis ein Taxi mich zurückruft. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich im Hotel bin.